Freunde, wir haben es Mittwoch, 2 Tage vor offiziellem Modern Warfare 2 Release und ich brauche unbedingt heute schon das Spiel für die PlayStation 5, denn ich mache Videos dazu. Ich weiß, die Server werden nicht um Punkt 0 Uhr auf dem Freitag online gehen. Die werden schon vorher online gehen, damit um 0 Uhr nicht alles überlastet ist. Weshalb die Leute, die eine Disc vorher haben, auf jeden Fall das Spiel vorher spielen können. Ich habe damit die Möglichkeit, früher die Videos vorzubereiten, was absolut wichtig ist, denn Release-Phasen sind stressig. Ich habe 2 Kanäle, wo ich Content hochladen werde. Das wird der absolute Stress. Deshalb rufe ich jetzt beim ersten Laden an, den ich normalerweise kontaktiere. Die haben gar keine Telefonnummer der angegeben. Habe ich die Nummer von ihm noch eingespeichert? Ich rufe ihn nochmal an. Ha, die haben keine Telefonnummer. Ich habe noch seine private Nummer. Ich frage ihn. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei dem Laden habe ich früher immer Call of Duty bekommen, wo ich noch nicht 18 war. Immer 4-5 Tage, teilweise sogar eine Woche vor Release. Das war richtig krass. Aber ja. Hallo, hier ist Jonathan. Ich wollte fragen, nach Ewigkeiten mal wieder, hast du vielleicht Call of Duty dieses Jahr früher? Nee. Ich hab Call of Duty da, aber kommt dieser eine raus, ne? Ja, der kommt am Freitag raus. Nee, leider. Leider nicht. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Das ist schade. Ja. Okay. Ja, tut mir leid. Alles gut. Verstehe ich. Dann noch einen schönen Tag, ja? Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich hier anrufe. Ich habe die Nummer nämlich noch eingespeichert. Ist es okay? Ist in Ordnung, kannst du immer anrufen, ist kein Thema. Super, ich danke dir. Danke sehr. Danke dir auch. Bis dann. Ciao. Mann, ich kenne den, seitdem ich, keine Ahnung, 14 bin. Ich bin mit dem alt geworden, als ich noch ein ganz kleiner war. Er hat mir damals auch gesagt, hier, nimm das Spiel, aber mach unter dein T-Shirt und es gibt ja keinen Ärger. So Ehre, gut, na gut. Aber ich habe schon fast gedacht, dass es nichts wird, deshalb rufe ich jetzt meinen anderen Kontakt an. Guten Tag. Ob ihr MW2 heute vielleicht schon kriegen werdet. Für welches System? PlayStation 5. Für die 5 bin ich leider restlos ausverkauft. Ausverkauft? Ging nur an die Vorbesteller, ich habe es nur noch für die 4 da. Verdammt. Das ist ja ätzend. Für die 4 habe ich da ist sogar noch ein Gutscheincode für PS5-Upgrade kostenlos mit bei. Okay. Ich müsste nochmal Rücksprache halten, ob du 2 vielleicht reservieren könntest. Die könnte ich dann gleich abholen oder so. Dann ruf einfach an. Halt Rücksprache und dann meldest du. Dann melde ich mich nochmal. Okay, super. Ja, weil ich habe nur noch 3 Stück für die PS4 übrig. Okay, dann frage ich jetzt schnell. Super. Ja, danke, ciao. Tschüss. Ehre, Alter, Ehre. Ja, ich muss Bastian rufen. Ich muss Basti und Cem anrufen, ob die wollen. Ja. Basti. Ja. Willst du MW2 haben? Ja. Frage, nein. Ey, ich könnte es jetzt abholen. Er hat's da. Jetzt schon. Aber es ist PS4-Version, mit Upgrade, mit kostenlosen Upgrade zur PS5-Version. Das ist dabei, also man kriegt das kostenlos dazu. Ich glaube, man muss da einfach nur einen Code eingeben in-game. Er meinte, man kann die PS4-Disc ganz normal in die PS5 tun und dann upgraden. Ja, aber PS5 ist überall ausverkauft, deswegen. Ja, verständlich. Dann würde ich das jetzt abholen. Also du willst eins. Was eine Frage, ich weiß. Ich rufe dann Jam auch noch an, weil ich glaube, der hat nur noch 3. Glaubst du, Jam will es auch früher? Ich denke, er wird nicht Nein sagen. Ja, okay, Basti, ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, Kuss. Digi. Ciao. Digga, es ist wieder soweit. Ich fass es nicht. Hallo, hier ist die Mobilbox. Jam. Wie schnell gehen die Jahre vorbei? Es ist krank. Die Jahre starten ja und enden mit einem Call of Duty, aber ey, das geht zu schnell. Das geht alles zu schnell. Das kann nicht so schnell gehen. Ja, ich habe mir jetzt geschrieben, ja. Dummkopf, Alter. Dummkopf! 3 Stück habe ich noch da. Drei, die würde ich alle 3 reservieren und wäre eine halbe Stunde da. Das MW2-Kampagnen-Let's Play lädt hier noch hoch. Ich gehe jetzt aber los. Kurzer Outfit of the Day-Check. Babes, das sind am Ärmel, sieht's gar nicht. Okay, gut. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Call of Duty, ich komme. Ich bin aufgeregt ein bisschen, muss ich sagen. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon jetzt. Langsam bin ich aufgeregt. Geil. Wow, Alter. Holy shit. Ich muss jetzt aber erstmal noch ein bisschen Geld abheben. Ha? Automat kaputt. Wahrscheinlich. Kein Geld. Das war's. RIP. 3.000 Euro. Spaß. Und Elotrix.
Dann lass uns mal Modern Warfare 2 holen. Da sind wir hier einmal bei 195. Ja. Das ist erstmal die Quittung. Ja, stimmt so, danke. Vielen Dank, danke. Ich habe zu danken. Gern geschehen, schönen Abend. Ebenfalls, ciao. Ciao, ciao. Ehre. Bester Mann. Nur am Alexanderplatz werden hier erstmal Straßenumfragen gemacht. Das kann nicht wahr sein. Ich gehe spazieren am Alexanderplatz. Eine Freiheit, die du als dein Informant nicht hast. So, wo bleibt jetzt Basti, der Hund? Ich raste hier noch aus. Ich bin hier offenes Ziel. Basti, hinter dir. Basti, ich bin in keiner Parkzone. Was, bist du in keiner Parkzone? Ach, mit deinem Roller? Ja, mit Roller bin ich gekommen. Was geht? Oh mein Gott. Riechen sie gut? Oh mein Gott, danke dir, Bro. Let's go, Junge, let's go. Ich gebe dir die Ware. Ich gebe dir die Ware. Oh mein Gott, Basti. Oh mein Gott, er hat mir alle Geschmäcker gegeben. Ey, Digga. Das Burgermeister. Echt? Wollen wir Burgermeister? Let's go. Let's go. Digga, die haben so viele Filialen. Die haben so viele Filialen mittlerweile, ne? Unglaublich. Die sind so reich. Wow. Meister der Klassen. Meister der Klassen, ballerst du dir rein? Oh, Digga, was filme ich hier für eine Scheiße eigentlich? Ich muss da reinpacken einfach. Was? Ja, tu hier rein. Sollen wir die ganzen rumlaufen? Sollen wir die ganzen? Genau. Nervös? Erstmal noch die letzten Szenen und check, ob die Original ist. Weißt du, drei. Richtig. Was ist drei? Kein Geld. Oh. Oh, Nadja liked you. Oh, Nadja. Ach, Schmutz. Jemand ist enttäuscht. Guten Appetit. Ja. Oh, 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 oh. Wie sehr haben wir voll gesaut uns hier. Was kann man auch hier sagen? Burgermeister ist der beste Burger in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob es den woanders gibt. Ist gut, ist gut. Aber Top 3, Top 3. Oh. Das ist wirklich Perfektion. Könnt ihr. Oh mein Gott. Mm. Mm. Geil. Ich habe mich genommen, ich sitze noch mal am Informanten hier. Ja, ich sag dir auch nicht, wer er ist. Ich sag dir meine Quelle nicht. Hallo. Lern mal Kampagne spielen. Digga, du Wichser. Das hat er nicht gesagt. Digga, wie kann man so ein Noob sein? Nein, ey, ey. Die Kommentare waren so bodenlos. Digga. Eklig, oder? Die haben so übertrieben, genießt doch das Video, sonst ist es keine Lust, ne? Jam, ich rede übrigens gerade nur mit dir wegen Content. Ich schick mal Oh mein Gott. Oh mein Gott. Abonniert alle MD-Crushes, ihr den besseren Kanal. Der CPM so hoch gerade. Oh nein. Nein. Ach so, wegen Headquarter, stimmt. Guck mal. Warte, ich gucke. Ich gucke. Guck du auch, Basti? Digga, meine Augen sind so schlecht dafür. Wo soll es denn stehen? Ich glaube unten. Hey, das ist ganz, ganz unten. Wo? Call of Duty HQ steht genau da. Ah ja. Ja. Call of Duty HQ, Call of Duty Warzone 2.0 enthalten. Oh mein Gott, Headquarter in MD2. Ich lasse aber Basti filmen, wenn er dir das übergibt, weil der Content erstellt sich von selbst. Okay, wenn er filmt, dann bezahle ich dir aber nicht das Spiel. Du machst dich da, Alter. Ja, dann darf er nicht filmen. Ich film heimlich. Basti filmt heimlich. Okay, mach ich. Ciao, Kuss. Ciao, ciao. So, Warenübergabe. Über Heftig Rush. Ich dafür, dass du daraus Content machst. Hier. Und wie schön ist es? Wie schön ist es? Das ist wunderschön. Oh mein Gott, aber wirklich auch in so einer PS4-Hülle? Du kannst upgraden kostenlos. Du klingst wie so ein Verkäufer. Ja klar, ich muss das gut verkaufen. Oh, ich mach's direkt auch.